Ja, hallo erstmal. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Euroleague, die heute Abend ja anfängt. Das ist natürlich auch ein Hammer um 18:55 Uhr. Also, wer hat sich sowas einfallen lassen? Erwartete Frankfurter Eintracht. Meine Freunde aus London, nämlich Arsenal London, die sind natürlich schon mal ohne Özil gekommen und die haben ja immer rauschende Nächte gefeiert, Frankfurt. Aber heute Abend, das wird wohl in die Hose gehen. Ich tippe ein 1:3. Und die Borussen aus Gladbach erwarten Wolfsberg. Ich glaube, es ist in Österreich. Und dann wollen wir mal Tore sehen. Mein Tipp 6:0. Und dann wollen wir mal ganz kurz auf die Bundesliga schauen, die am Samstag stattfindet. Die Kölner sind in München zu Gast. Das ist natürlich bitter. Man weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Ein bisschen Angst hat man, aber man hat ja auch immer ein bisschen Hoffnung. Ich weiß jetzt nicht, was der Herr Bayer Lotzer vorhat. Fünferkette, Sechserkette oder mutig draufgehen. Normalerweise dürfe ich nicht gegen FC tippen, aber gegen die Bayern mache ich es mal. Ich denke mal, die Bayern, wir wollen ja auch Tore sehen, gewinnen 4:2. Und die restlichen Tipps könnt ihr gerne tippen. Wenn ich von jedem 10% kriege, bin ich zufrieden. Schalke Mainz 4:1. Leverkusen Union Berlin 4:0. Hertha gegen Paderborn 3:2. Die müssen ja mal gewinnen, die Herthaer. Freiburg Augsburg 3:1. Bremen Leipzig, die Überraschung, jedes Wochenende gibt es eine Überraschung, 2:1. Gladbach Düsseldorf 5:1. Und Frankfurt Dortmund 2:3. Das sind meine Tipps fürs Wochenende. Und da wollen wir mal sehen, wie viel ich richtig habe. Ja, das war's dann eben halt erstmal an Neuigkeiten und dann sage ich mal Tschüss, bis zum Sonntag.